Hallo und willkommen zurück zu Flings Spiel Die Legende von Grimoire 2. Wir befinden uns immer noch in der Pyramide. Hören irgendwo eine Schlange rumlaufen. Und haben eigentlich ein Grab aufgemacht oder eine Tür aufgemacht. Und da machen wir jetzt nochmal ein bisschen weiter. Weil irgendwann will nämlich, glaube ich, meine Marianne die hübsche Mondwaffe wieder haben. Aber das ist immer noch nicht aufgegangen. So. Was haben wir hier? Hübsches Fallgruben. Noch mehr Fallgruben. Und nichts, was sich drücken lässt. Ach, da ist eine Platte. Gut. Der wird auch eine Platte? Ja. Du hattest, glaube ich, die Steine. Leuchten. Geht das vielleicht auf, wenn ich hier die Dinger wieder wegnehme? Obwohl, das ist ja ein bisschen... Ach, da ist noch einer. Und ein Sarkophag hinten. Okay, da aufgegangen, da hinten zugegangen. Ominös. Nein, nicht ominös. Jetzt muss ich bloß überlegen, wie kriege ich das hin? Genau. Ah, ja. Klar, das kriegen wir hin. So, jetzt legen wir von der Seite einen drauf. Nehmen den da runter. Und Marianne kriegt noch was zu essen. Hat die endlich nicht selber was zu essen dabei? Genau. So. Da ist jetzt offen. Und da ist der Schlüssel, den ich brauche. Der auf einem Sarkophag liegt, der wie eine hübsche, nette Falle aussieht. Ohne Tür. Und 4 Kanonenkugeln. Nichts rauskommt. Was ist denn jetzt hier? Ah, das ist die Seite. Ja, logisch. So, da war ich jetzt aber noch nicht unten drin. Mal zu. Aber hier könnte ich noch mal kurz rein. Ein Stein. Den nehmen wir weg. Und wupp. Wer hätte das gedacht? Okay. Jetzt muss ich von hinten. Gut. Mit Mumien werde ich fertig. Nochmal Mumien. Ah, oh, da ist sogar noch eine. Und da
ist nichts. Ah, ja, ich wusste doch. Warum kommst du? Oje, das war mal gut. Ein Gegengift. Und du läufst garantiert wieder langsam. Ja. Ah, und hier ist auch noch so viel Zeugs. Was haben wir hier? Ganz normale Pfeile. Einen hübschen Hebel. Fackeln. Und einen Teleporter. Na, kommst du hier durchgelaufen? So, ups. Sogar noch ein Bogen. So, aber jetzt habe ich alles durchgesucht. Und da ich hier unten dann doch noch ein Momentchen rumlaufe. Machen wir noch schnell einen Trank. Und schieben wir wieder alles zusammen. Aha, okay, von der Seite. Interessant. Hätte ich jetzt eigentlich die andere aufmachen können. Ja. Moment. Das hat nicht da gefallen? Achso, nee, das ist alles. Ja, den hier müsste ich kriegen. Das wäre eigentlich lieb und nett und artig. Da liegt der Stein auch drauf. Und das machen wir jetzt so rum. Das nehmen wir wieder mit. Den nehmen wir mit. Und den nehmen wir mit. So, jetzt sind wir darum raus. Komme ich von der Seite auch wieder rein. Dann kann ich mir meine Waffen wiederholen. Und dann können wir den Raum aufmachen. Nee. Hier war der Stab. Du hattest. Nee, wer hatte die Fackeln? Irgendeiner hat die Fackeln. Na, kriegst du auch nochmal Fackeln so. Und da? Nee. Da hinten war's. So. Mir fehlt natürlich dummerweise immer noch das eine, wo ich nicht runterspringen konnte, weil die Klappe zu. Aber da komme ich jetzt so nicht mehr hin. Ich würde schon so rum rüber und kommen. Obwohl, ich habe gar nicht nachgeschaut, nachdem ich da unten runtergesprungen bin und den Hebel gezogen habe. Vielleicht hat der Hebel da ja auch noch was gemacht. Dann gehen wir da nochmal kurz lang und dann machen wir den anderen Raum auf. Halt. So. Musst du doch wieder die Steine rausrücken. Nein. So. War die nicht hier? Ach nee, da war die nicht. Ja.
Ich wusste, da waren noch ein paar. Und wir haben einen goldenen Schlüssel. Ah, falsch. Goldene Schlüssel. Packratter. Genau, und hier bin ich nämlich auf der anderen Seite, wo das dann offen ist. Goldene Schlüssel sind toll. Vielleicht sollte ich wirklich in den Cache schnell zurückgehen und mir das Seil holen. Dann habe ich nicht so die vernetzungstechnischen... Ach, da ist jetzt auch auf. Okay. Gut, aber ich gehe natürlich trotzdem durch den anderen Teleporter, einfach um zu sehen, was da passiert. Wo ich da lande. Oh, noch ein anderes Gebiet. Moment. Nochmal zurück, genau. Ich möchte dann doch lieber schneller laufen können. So. Dann wollen wir mal gucken, was wir hier Hübsches haben. Garantiert könnte ich hier auch wieder einen goldenen Schlüssel verbraten. Da ist nichts. Da ist eine Tür mit keinem Knopf. So, von da kam ich her, genau. Nee, nur ein Knopf. Ist das auf der anderen Seite von der Tür? Genau. So. Die Tür geht auf und irgendwo geht noch... Aha. Da ist noch einer. So. Ein kleiner Skullkleaver. Ja, und hier hinten kamst du raus mit einem Heiltrank zum Verletzung kurieren. Und da haben wir noch ein bisschen Besuch. Ich liebe diese Axt. So. Ja. Und hier kamt ihr raus. Und wieder ein hübsches... Oh, Secret Searcher. Freigeschaltet. Ein Buch. Hey, und da sitzen sie und beten den Meister der Insel an, die da mit dem Schiff gekommen sind. Im ersten Bild war das aber grüner. So Ringe um die Insel. Hier sind es jetzt blauer. Mal gucken, ob wir noch rote und... Ja, Wasser und Luft ist eigentlich beides blau. Ein Zauberbuch der Luft, was wohl heißt, genau, Schockresistenz. 21, 0, 60, 20. Ja, zack, zack. Hast du eigentlich alles dabei? Du hast irgendwo einen Essensbeutel, genau.
damit du wieder Platz hast und ich dich noch weiter beladen kann. Gut, so viel hierzu. Und dann kann man hier auch wieder verschwinden. So, damit haben wir das. Und dann müssen wir einmal drum herumlaufen. Dann sind wir wieder da oben. Kann ich meine Steinchen wieder mitnehmen. Noch ein Steinchen. Noch ein Steinchen. Und den nächsten. Genau. Den nächsten Raum aufmachen. So, jetzt habe ich aber auch nicht mehr ganz so viele Steinchen. Na gut, dafür sind sie mitgenommen worden. Nicht alle nehmen. So, dann... Holz. Ach, das war vielleicht der Knopf auf der anderen Seite. Ein Mirra-Tengel-Mast. Eine leichte Rüstung. Ach, das ist noch zur Mirra-Rüstung. Ja, das passt dann ja gut. Moment, du hattest hier plus 4 Stärke und 4 Schutz. 8 Schutz und alles Resistierendes. Okay. Leichte Rüstung, aber ich glaube, der Helm, den du hattest, der war besser, genau, und die anderen haben keine leichten Rüstungsskills. So, noch ein bisschen Munition. Ich habe schon lange nicht mehr meine Schusswaffen benutzt. Na, komm her, hier. Wenigstens einen Stein mitnehmen. Gut, dann können wir jetzt mal hier weiter gucken. Ich musste da auf alle Fälle noch... So, da ist eine Fackel, die möchte ich eigentlich auch noch wegnehmen. Da ist ein Knopf und da ist ein Knopf. Das ist der für die Tür. So, wenn ich jetzt... Genau, den müsste ich ummachen. Das heißt, das ist der am Anfang. Gut. Wenn das so funktioniert, wie ich mir das denke, was aber eigentlich ganz gut aussah. Nein, nicht da drauflegen, hier vorne hinlegen. Nee, mitnehmen. Warum soll ich den da liegen lassen? So. Ja, du hast schon wieder Hunger, ich weiß. Da. So. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt geht die da hinten. Ja. Ah, es kann natürlich sein, dass das immer resettet wird, wenn... Genau, gut. Damit kann ich leben. Wie man sieht, weil ich bin durchgekommen. Und ich habe mir vergessen, Notizen zu machen, wie ich die einzelnen Folgen nenne, die ich heute aufgenommen habe. Damit ich einmal kurz... Was haben wir hier? Ein Käfer gebraten. Ja. Und eine Stangenwaffe. 2 Henry schwere Waffe.
Und kann cleaven, aber. Ach, nee. Ah. Keine Chance. Die Axt ist einfach viel zu gut, als dass ich da was anderes reinpacke. Die hatte ich, glaube ich, alle schon abgeguckt an den Wänden. Und wieder so ein hübsches grünes Schauerlicht. Okay. Erste Ebene fertig. Das sieht da noch ein bisschen. Da ist was aus. Na, aber vielleicht gefallen wir da von oben runter. So, dann wollen wir mal gucken, was in der zweiten Ebene. Jetzt bin ich wirklich oben drüber, nicht? Oh, der Grab der Riten. Ja, tatsächlich. Zack, wupp, eins nach oben. Lichter, die in die Mitte reinscheinen. Und das Grab des Opfers. So, Sacrifice heißt, man opfert etwas, was einem lieb und teuer ist normalerweise. Und ein bisschen Brot für die Sterbenden, Toten. Okay. Und hier ist auch nichts. Und dann müssen wir einmal noch. Wir können ja einmal die Mittelsäule schon mal mitnehmen. So, und dann haben wir hier garantiert noch ein Grab. Das Grab der Offering, der Angebote, man bietet was an. To offer something heißt, ich biete etwas an. Gut. Einmal die Wände lang schauen. Und hier ist irgendwo ein Teleporter oder so. Aber da habe ich, glaube ich, auch schon Leuchten sehen. So, und jetzt sind wir ganz mutig. Ja, noch ist nichts passiert. Jetzt ist was passiert. Es hat Klick gemacht. Weil ich alle irgendwas aufgemacht. Nee, sieht nicht so aus. Außer vielleicht. Ui. Okay. Hier war, glaube ich, noch einer. Ich möchte bitte einen Tipp haben. Okay. Wo dann? So. Was passiert, wenn ich hier einen Stein rüberwerfe? Vielleicht sollte ich ihn auch so. War der jetzt rübergeworfen, sodass der genau da. Eigentlich steht so lange noch. Hey, ein Power Gem. Aha. Okay, der nimmt weg was. Ach, das kommt da raus. Okay. Ein Stein. Noch fehlt noch einer. Und da haben wir noch was.
Okay, 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 okay. Und bong. Böse Schlange, böse, böse Schlange. Bin ich denn jetzt gelandet? Das müsste doch eigentlich... Ah, da mittendrin, okay. Ach, hier ist mein Stein. Falsch. Du kriegst den Stein. Also wenn das meiner ist. Na toll. Du sollst dich doch nicht verletzen lassen. Ja, danke sehr. So, bitte einmal. Ein und noch ein. Du brauchst den auf alle Fälle. Ach nee, du hab, ich habe ja ein so eingefunden. Gut. Und du hast ganz viele Anti-Venoms gefunden. So. Was hast du dir verletzt? Okay. Keine Energieregen. Okay. Beine sind für Energie wichtig, okay? Da warst du diese Schlange. Na super. Ah, noch irgendwo eine. Huch! Was ist das denn? Geh tot, geh tot, geh tot! Das sah beinahe aus wie irgendwas mit Schlangen in den Armen. Medusa. Und dann bin ich froh, dass ich das eine Teil habe, was mich vor Versteinern schützt. Und ich bin wieder ganz langsam. Ein hübscher Knopf. So. Ui. Ja, das kann natürlich sein, dass ich da dann... Ja, macht das der Knopf oder macht das der... Ich glaube mal, das macht der Knopf. Genau, dann komme ich da nämlich auch wieder raus sozusagen. Hübsch. So, aber fertig erkunden hier. Zack, und Xavi, Kakis, gut. Nehme ich einen großen Energietrank, nehme ich auch. Irgendwas schleicht hier, glaube ich, noch rum. So, das haben wir, das haben wir. Hier habe ich, glaube ich, auch. Nee, ich habe noch nicht alles erforscht, angeschaut. So, dann haben wir noch den Hebel. Der vielleicht oben bei dem Fallrätsel was macht. Ich habe auch keinen Teleporter hier, das heißt, ich muss wirklich wieder hochlaufen. Was jetzt ja aber hoffentlich nicht mehr so schlimm sein sollte. Doch, hier ist noch... Hab ich den übersehen? Ah, nee, das hat dann der Hebel gemacht. Gut. Gut, da bin ich dann wieder. So, wenn ich jetzt wüsste, wo ich... Da ist ein... Okay. Ich bin
in den Teleporter gegangen. Dann bin ich runtergefallen. Genau, da kann ich nicht runterfallen. Ups. Und wegteleportiert worden. Das will ich nochmal probieren. So. Ich lande genau hier. Das heißt, ich müsste da mich teleportieren, wenn da der andere Teleporter ist. Mal gucken, ob das geht. Jetzt mal wieder zurück. Nein, das geht nicht. So, und jetzt muss er erstmal den Heilkristall suchen. Da ist er. Stimmt, da musste ich ja dann ganz außen. Ach nee, das war. Ja, das war mit dem Teleporter. Ja. Na toll, jetzt hat er wirklich die Sachen wieder zugemacht. Wo ich doch da wieder hoch muss. Obwohl, ich komme ja über den Teleporter hoch. So, und das heißt, ich werde jetzt auf alle Fälle erstmal nochmal kurz hingehen. Mich hochteleportieren. So. Ja, der hat tatsächlich alle wieder zugemacht. Böser Bube. So, aber wir kommen jetzt hier lang. So, nur mal kurz gucken, was wir da tun können. Ich weiß nicht, ich glaube, ich werde erstmal noch weiter rumlaufen und mich da nochmal Gedanken drüber machen. So, jetzt wollte ich das mal einmal ausprobieren. So, der liegt da und Rupp ist weg. Aber wo landet der? Der liegt da. Ja, der kommt hierher zurück, okay. Alles so schwierig. Zack. Nee, das machen wir dann irgendwann später mal. Das ist der. Das geht bis dahin. Und hier kann er nicht, weil da ist einer. Da könnte er rein theoretisch. Warum ist da auf einmal die Zone? Die war meiner Meinung nach offen. Oder habe ich das einfach falsch gesehen? Gut. Nein. Dann lasse ich das jetzt erstmal hier kurz sein. Und wir werden uns um eins der Gräber kümmern. Einmal an, einmal aus. So, wenn ich jetzt noch einmal drauf gehe. Einmal mal gucken, ob der hier irgendwas umgeschaltet hat. Hier ist alles noch so wie vorher auch. So. Nehmen wir die Seite. Oh, da kann ich mal gucken, wie die aussieht.
Aber das mache ich dann in einer nächsten Folge. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet, wenn ich weiter die Legende von Grimrock 2 spiele. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und tschüss.